Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Am nächsten Morgen brechen wir zu unserer zweiten Tagesetappe auf. Wir bedanken uns bei Charlie für die Flugplatzbetreuung sowie für seine Hotel- und Restaurant-Tipps. Kurze Zeit später stehen wir abflugbereit an der Piste 22. Hier wie immer der Trek des Tages. Zunächst freuen wir uns darauf, ein weiteres Mal das Lechtal genießen zu dürfen. Ist die Steigrate groß genug, hat man noch einen sehr schönen Überblick über den Flugplatz. Sobald wir Kontakt zu Wien Information haben, melden wir uns kurz an und bitten um Öffnung des Flugplans. Dann fliegen wir wieder in die Kontrollzone Innsbruck ein und requesten den Durchflug von Whisky nach Serra. Im Anschluss folgen wir, wie schon so oft, dem Wipptal in südlicher Richtung. Bei Brixen biegen wir dann ins Pustertal ein, um ein paar Minuten später, kurz vor Bruneck und dem Skigebiet Kronplatz, wieder nach Süden zu fliegen. Zwischen St. Cassian und Colfosco treffen wir dann auf das Sella-Massiv, um dessen Felsformationen sich vier bekannte Pässe schlängeln und das zu umrunden ich mir wieder einmal nicht verkneifen kann. Dasselbe gilt für den Vorbeiflug an Cortina d'Ampezzo und die Runde um die drei Zinnen. Der Flug am Großglockner und der Edelweißspitze vorbei ist inzwischen schon zu einer kleinen Tradition geworden. Und die Attraktivität der Landschaft hat seither um keinen Deut gelitten. Und wenn man anschließend ins Tal hinabgleitet, hat man Zell am See schon direkt vor Augen. Hier landen wir und gönnen uns eine Stunde Kaffeepause. Dann geht's weiter Richtung Osten ins Salzachtal bis Niederöblan, ein ebenso schöner wie empfehlenswerter Flugplatz. An dieser Stelle verlassen wir nun die hohen Berge und tauchen in die romantischen Täler zweier sehr bekannter oberösterreichischer Seen ein. Zunächst der Hallstätter See und dann der Traunsee. Diese Route ist von außerordentlicher landschaftlicher Schönheit sowie Enge geprägt. Nachdem wir uns vom Traunsee verabschiedet haben, fliegen wir noch zu einem letzten Tankstopp nach Schärding. Von dort geht es dann wieder zurück in die Eifel. Innsbruck Tower, good morning and servus. Delta Mike Echo Mike Zulu. Mike Echo Mike Zulu, servus. Delta Mike Echo Mike Zulu, type of aircraft is CT, Charlie Tango, POB2, VFR with flight plan from heute to Zell am See, inbound Whiskey 1, the position 6500 down to 6000 feet, crossing, request crossing control zone via transit route to Brenner und Sierra. Mike Echo, Mike Zulu, ja, QNH Innsbruck von 0 to 4 and cleared to cross on the southern part of the valley in 6000 feet. Next report, Sierra. Delta Mike Echo, Mike Zulu, Wilco, 6000 feet, crossing approved, next report, Sierra in the south of the valley.
Die Brennerroute wirkt irgendwie anziehend auf mich. Ich vermute, dass sie für mich irgendwann zu einem Synonym für Urlaub geworden ist. Unzählige Male mit dem Auto gefahren, bin ich sie aber auch in den letzten Jahren schon oft geflogen. Davon zweimal bei schlechterem Wetter, wenn der Streckengar vor Delta oder sogar Mike prognostiziert hat. Dann sind die Berge vollkommen verhangen und man kann keinesfalls mehr nach oben ausweichen. Das Wipptal ist hier fast überall breit und ausladend, sodass man relativ leicht eine enge 180-Grad-Kurve fliegen kann. An zwei Stellen jedoch muss man besonders gut aufpassen. Dort ist das Tal extrem eng und ein U-Turn quasi unmöglich. Die eine befindet sich hier gerade unter uns, am Brennersee, unmittelbar vor der österreichisch-italienischen Grenze. Und die andere etwa 10 Meilen vor dem Pustertal und der Stadt Brixen. Eine Entscheidung zur Umkehr sollte also nicht gerade an diesen beiden Stellen fallen. Und bei Gewitterprognosen sollte man eh besser das Gebirge meiden. Das kann sehr schnell ungemütlich werden. Der Brennerpass wird übrigens schon seit der Bronzezeit benutzt, also schlappe 5000 Jahre lang. Der Name geht auf die Gemeinde Brenner zurück, ein Dörfchen mit gut 2000 Einwohnern, das bereits zu Südtirol gehört. Und mit 1374 Metern Höhe, also etwa 4500 Fuß, ist der Brenner der niedrigste Pass über die zentralen Alpen. Und nun bewegen wir uns geradewegs auf die Dolomiten zu. Warum die Dolomiten im Gegensatz zu allen anderen Alpenregionen so ganz anders aussehen, habe ich in dem hier oben verlinkten Video ausführlich erzählt. Das möchte ich hier nicht wiederholen, aber dem geneigten Zuschauer diese tolle Region ans Herz legen, das kann ich mir nun nicht verkneifen. Allein die Region zwischen, im Uhrzeigersinn aufgezählt, Wolkenstein, Corvara, Araber und Canasai, ist von herausragender landschaftlicher Schönheit. Und wer, wie ich, gerne Kurven fährt, der sollte sich diese vier Pässe des Sella-Massivs mal zu Gemüte führen, die da heißen Grötnerjoch, Campolongo, Pordoi und Sella. Kurvenjunkies sind nirgends besser aufgehoben als hier in dieser Region. Denn neben den vier genannten gibt es mehr als ein Dutzend weiterer extrem kurvenreicher Strecken und Routen, die hier alle aufzuzählen den Rahmen sprengen. Die drei Zinnen habe ich dieses Mal nicht so gut in Szene gesetzt, wie beabsichtigt. Bei der letzten Umrundung ist mir das deutlich besser gelungen, daher sei an dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf mein Video von 2021 erlaubt.
Zell am See ist einer der schönsten Flugplätze, die Österreich zu bieten hat. Wer noch nie dort war, sollte das unbedingt mal machen. Allerdings sind bei Start und Landung einige Verfahren vorgeschrieben, die man unbedingt drauf haben sollte. Und ein Anflug von Süden, wie wir es hier gerade machen, ist überhaupt nicht vorgesehen. Dann muss man entweder den Platz in 5000 Fuß überfliegen und sich von Norden oder Westen einordnen, oder man fliegt, wie wir nun, zunächst nach Osten und über den Echo Point ein. An diese Verfahren muss man sich unbedingt halten, wenn man sich Ärger oder Gefahren ersparen will. An schönen Wochenenden ist hier nämlich der Teufel los, inklusive kleiner Businessjets aus den arabischen Staaten, die Zell am See vor ein paar Jahren für sich entdeckt haben und hier wohl sehr viel Geld lassen. Zell am See, Flugplatz, Servus, Delta Mike Echo, Mike Zulu. Mike Zulu, 1408 im Betrieb, QNH 1023. Delta Mike Echo, Mike Zulu, ich habe verstanden, QNH 1023, 1408, ist das richtig? Perfekt, Delta Mike Zulu. Ja, wunderbar, wir sind eine CT, zwei Personen. Von heute mit Flugplan und wir fliegen über Echo dann in die Platzrunde 1 für die 08. Delta Mike Echo Mike Zulu, Gegenanflug 08. Delta Mike Zulu dreht, entern Flug 08. Beim Start auf der 08 darf man nicht direkt nach Osten fliegen, auch wenn es auf vielen Karten so eingezeichnet ist. Die Startprocedure 08 nach Osten schreibt vor, dass man zunächst nach Norden fliegt, danach möglichst in 5000 Fuß den Platz kreuzt und dann erst in das Tal nach Osten einbiegt. Also genau so, wie wir das hier nun tun.
Dieses sehr lange Tal, in dem Zell am See liegt, ist übrigens das Salzachtal. Die Salzach fließt hier von West nach Ost, biegt bei St. Johann im Pongau nach Norden ab und hat der Stadt Salzburg ihren Namen gegeben. Und nun folgen die beiden letzten Highlights dieser Tour, der Hallstätter See und der Traunsee. Und obwohl durch dieses sehr enge Tal, das da nun auf uns zukommt, das Flüsschen Traun fließt, heißt es zwischen den Örtchen Unterkainisch und Obertraun Koppental. Aufgrund der Enge des Koppentals sollte man schon sehr genau wissen, in welches Tal man hineinfliegt. Denn umdrehen ist hier keine Option. Rechts und links neben uns liegen fast 2000 Meter hohe Berge und wir fliegen hier fast in Mindestflughöhe hinein. Das ist extrem faszinierend. Erst am Nordende des Hallstätter Sees öffnet sich das Panorama wieder. Fliegen an Bad Ischl vorbei und dann von Süden über den Traunsee. Hier im Zentrum des Salzkammerguts befindet sich ein Dutzend Seen, die man allesamt auch mit dem Flieger besuchen kann. Neben den schon genannten sind auch Wolfgangsee, Fuschelsee, Mondsee und Attersee sehr empfehlenswerte Ziele. Olaf und ich sind nun fast am Ende unserer Zweitagesreise angekommen. Wir tanken und essen noch eine Kleinigkeit, dann treten wir unsere Heimreise an.
Delta Mike Echo Mike Zulu zu 3-2, abflugbereit melden. Delta Mike Echo Mike Zulu, Backtrack 3-2, werde abflugbereit melden. Delta Mike Echo Mike Zulu, abflugbereit bis 3-2. Delta Mike Zulu Start, deines Ermessen, 3-2. Delta Mike Zulu Start, 3-2. Westlicher Weg, zur Gegenabflug, 3-2. Der Weltkrieg, damit quer auf die 3-2. Würde gerne, Delta Alpha Brabant, Rola, Charlie, bitte Startinformation. Also Bravo und schnell bis zu 3-2, kannst du vom Landenflieger starten. Ding schnell. Geht zu 3-2. Der Mike Zulu, deine Startzeit 2-9, guten Flug. Wunderbar, Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, Flug 3-2, welche Victor Victor? Herr Richter, Richter, sitze am Flug fort, Taxi und Go, eigenes 3-2. Eigenes 3-2, bitte Richter, Richter. Der Alpha Bravo Start bereit auf der 3-2. Der Alpha Bravo Start, eigenes Ermessen 3-2. Anflug auf die Mönchsheide ruft uns noch ein Pilot eines Doppeldeckers und informiert uns, dass er den Flugplatz überfliegen möchte. Das ist eine sehr nachahmenswerte Vorgehensweise, wie ich finde. Das machen sonst eigentlich nur die Rettungshubschrauber. Und was uns betrifft, wir beenden hier und jetzt unsere kurze Alpenreise und freuen uns schon auf die nächste. Delta Mike Zulu, Endanflug 1-0. Eine Information für Delta Mike Zulu von der Delta Mike Fox Romeo India. Wir befinden sich nordwestlich von Mönchsheide, ca. knappe 10 Minuten in 1500 Fuß und mit Mönchsheide überfliegen. Ja, kein Problem, bis dahin bin ich da unten, Delta Mike Zulu. Okay, die Mike Zulu ist einfach ein Doppeldecker. Falls du mal eine Platzrunde drehst, achte auf mich. Ja, mache ich, alles klar. Soll ich den Überflug machen? Ja, klar. Ah, cool.